Ein wunderschönes und herzlich willkommen zurück zu Vanilla Doobie Let's Play. Was? Vanilla? Let's Play? Von 2? Oh, ist auch egal. Nein, das wollen wir nicht, sondern wir brauchen das. Genau. Ja. Irgendwie so. So, mal gucken wir mal, wo wir überhaupt waren. Ach du Scheiße, The Pit. Ah, super. Oh, auf die Map habe ich mich ja schon gefreut. Okay. Also, wir werden gleich von Anfang an von allen Seiten beschossen. Das heißt, wir müssen irgendwo... Ich versuche meistens mal zum höchsten Punkt, also da hinten hochzukommen. Rüstung lassen wir erstmal hier. Warum schießt meine Rakete nicht? Ich hasse euch alle. Dann nehme ich halt die hier. Na, schieß doch mal. Warum habe ich gerade Lost Souls gehört, aber keine gesehen? Sehr suspekt, das Ganze. Du willst Krieg? Du willst Beef? Hier kriegst du Beef. Kriegst du Beefy. Mit einmal, wow. Na komm. Beim Hand. Ziel verlernt hier. Rüge die Waldfee. Direkt speichern. War ein guter Anfang. Genau. Achso. Ja, brauchen wir erstmal alles nicht. Lassen wir es erstmal da. Oh ja, hier kommt dieser hässliche Abteil. Den lassen wir auch erstmal. Gehen wir nochmal hoch. Was? Egal. So, dann erledigen wir erstmal hier den hier. Der da schon direkt auf uns wartet. Ich weiß nicht, Russland auf der Entfernung war nicht so effektiv. Ich glaube, ich nehme einfach mal eine Rakete. Ne, dafür rennt er zu viel rum. Was nehmen wir denn da? Ach komm, wir machen erstmal hier. Hier waren jetzt Lost Souls. Was? Hä? Ach lol, ich dachte mal, Einzelschuss reicht bei denen. Na gut, ihr wollt ihr doppelläufiger. Ja doch. Schon gleich viel besser. Gleich viel besser. Deshalb das Problem, wenn man zu einem Brutelboom gewöhnt ist, da reicht ein normaler Schuss bei den Viechern aus, aber eben ist ja nicht mehr ein Brutelboom. Hallo? Hä?
Nö. Ah, ich hatte, da kommt man. Oh, okay, wow. Ah, egal. Gut, dann gehen wir mal hier. Ups, das war falsch. Aber zum Glück auch nicht weiter schlecht. Hab ich das Ding da draußen schon geöffnet? Nee, noch nicht. Aber die Zivilisten sind schon aktiv geworden. So, jetzt muss ich hier mit die Raketen erstmal aufräumen. Okay, sehr schön. Gut. Dann geht's jetzt runter. Genau, hier haben wir soweit alles. Hier gibt's erstmal. Achso, hier ist noch ein bisschen Muni, habe ich noch übersehen. Alter, meine Stimme ist so scheiße. Please, wait a second. Gehen wir jetzt hier runter? Gut. Ja, so war das nicht geplant. Okay, dann kommst du doch erstmal dran. Aha. So. Ja, immer bei Entfernung, ich habe glaube ich schon 10.000 Mal gesagt, aber bei Entfernung immer kurz nur feuern, dann ist die Precision höher. So, gehen wir erst hier rein oder gehen wir erst in den großen Abfuck? Wie geht das mal hier rein? Achso, kommen wir gar nicht. Da war ja was. Dann müssen wir erstmal hier irgendwie und das kriegen wir nur auf, indem wir hier reingehen. Also müssen wir doch erst hier lang gehen. Ja gut. Dann hätten wir das halt geklärt. Dann nehmen wir mal die hier. Lassen erstmal ein bisschen Infighting hier aktivieren. Infighting ist immer gut. Well. Der liegt hier auch noch. Scheißviecher. Aua. Welcher? Nein, wo hat mich denn getroffen? Danke. Hä, hey, meine Raketen waren leer? Null. Oh, dann kann ich die Shotgun hier ausschalten. Die gehen wir da ein bisschen auf den Sack hier. Sauberer Hit. Kackviecher. Meins jetzt mal weg. Geht doch. So, können wir doch mal mit der Sigilch erledigen? Geht doch. Alle weg? Sehr schön, gut. Lol. So, dann gehen wir mal rein. Nach.
Was? Gut, bleib ich halt bei der doppelläufigen. Ist mir auch egal. Yay, Plasma-Munition. Er gab's hier nicht. Ist ja lame. Siehst du, ich wollte übrigens noch ein bisschen Mikrofon wissen, neu positionieren. Ja, das weiß ich gar nicht. Ich pack's jetzt mal. Ne, so scheiße. So. Sollte jetzt mal passen. Ist mir gerade noch eingefallen. Okay. Ja, weiter geht's. Das heißt, wir waren jetzt hier drin. Was hat's jetzt hier getan? Eigentlich gar nichts. Wir brauchten eigentlich nur das hier. So. Dann wollen wir wohl mal nicht so sein. What? So, da war ich doch gar nicht dran. Arschloch. Schon wieder. Ach, leck mich doch. So. Easy. Oh, oh. Wie wenig diese Fist bringt. Die bringt einfach genau gar nichts. Ja, ich weiß, normalerweise bin ich nicht so der Rocket-Verschwender, aber hier waren gleich mal zwei Pain-Elemental. Da lohnt sich das schon, auch mal die Rocket einzusetzen. Was? Ha! Braucht man auch noch. Die Jude alte blaue Karte. Halt da. So, damit kommen wir in dem, naja, auch beschissensten Teil der Map. So, wir öffnen zuerst. Die gab's gar keine. Ich dachte, da gab's auch eine Hazard Suit. Gab's aber gar nicht. Na gut, dann Fuck. Ich darf nicht um die drum rumlaufen. Das kostet zu viel Zeit. Bleib schon drinne. Was? Die kommen wieder doch trotzdem durch? Okay. Ja, das war ultra doof. Mann, ey, diese Viecher. Boah. So. Scheiß Pain-Elemental. Ist auch noch einer? Ja, natürlich. Gott. Digga, wie sind die auf einmal? Ich sterbe. Falsche Tür. Ja, das war die dümmste Idee, die man haben kann.
Wo bin ich jetzt überhaupt? Da. Komm jetzt mal raus hier. So. Mal gucken, ob das geht. Ich glaube nicht wirklich. Gott schön, aber dieser Kack. Wir haben noch 16 Raketen. Ja klar. Erstmal die Hälfte daneben schießen. Komm. Oh. Dass die immer so nerven müssen. Verpiss dich. Noch 17 Schuss Munition, ist ja auch nicht gerade sehr viel. Ah gut, gehen wir erstmal runter hier. Ich sollte nur die gelbe Karte haben. Da habe ich vergessen, natürlich die Dinge zu nehmen. Ah. Dankeschön. Klappt ja perfekt. Dieser Raum ist einfach nur dumm. Ich hasse ihn. Ich habe überhaupt keine Rocket Shells mehr. Ah komm. Was soll's. Ich bin genauso dumm. Hä? Gott. Was? Ja klar. Ja, bei Vanilla Doom ist es so, wenn da unten Monster stehen, kann man nicht langlaufen, weil ja wie gesagt, ne, ist ja 2D intern. Also zumindest ist die Höhe der Monster als 2D berechnet. Dementsprechend also ist die Hitbox unendlich hoch. Ja. Ich hasse euch alle. Digga. Das Ding bleibt auch immer nur so scheiß kurz unten. Ich kann aber nicht nochmal nach unten, weil ich habe dafür zu wenig Leben. Ich mache diese scheiß Viecher mit Absicht.
bringt auch nichts. Boah, schnauzt jetzt hier. Alter. Gott. Ja, ist ja gut jetzt aus. Wo kommen die jetzt hin? So, jetzt kommen wir hier zu dieser wunderschönen Hebebühnenkonstruktion. Na komm. Nein! Ich hab gefailt. Okay. Nochmal das Ganze. So, das Wichtige ist nämlich, man darf auf das Ding nicht raufgehen, weil damit wird man ja wieder nach oben teleportiert. Und wir wollen ja die gesamte Boden hier einsammeln. Vielleicht aber auch noch nicht. Ich glaube, ich lasse sie zuerst mal da liegen. Frage ist... Ja, das klappt. Sehr schön. Gut, dann haben wir zumindest schon die Raketen. Alles andere ist uns erstmal egal. Kommen wir später nochmal vorbei. Was? Achso, ja. Hä, wo bin ich jetzt hier gelandet? Falscher Raum. Hier wollte ich lang. So, das heißt, wir haben jetzt die gelbe Karte und können damit endlich in den gelben Raum rein. Was mir gerade einfällt, wir können doch einfach mal versuchen, das habe ich früher mal sehr gerne gemacht, so als, ja, ich sage jetzt mal Speedrunner-Klischee, so schnell in das Ziel rennen, dass mich, Quatsch, dass mich, was mache ich denn hier? Da. Dass ich quasi, in dem gelben Raum, da sind da ganz viele Gegner, und die Speedrunner, die umrunden die Gegner natürlich immer, klar, aus Zeitgründen, ne? Und weil ich das mal witzig finde, so eine riesige Horde von Gegnern einfach zum Runden, mache ich das halt auch gerne. Ach komm. Braucht nicht zu lange. Haben wir noch irgendwo Muni? Ne, drin war keine Muni mehr. Nee. Oh ja, haben wir zumindest wieder 77 Shotgun-Dings da bei uns da. Ist nicht die Welt, aber es geht. So, dazu müssen wir das obere Ding nehmen. Da geht es nämlich besser. Und jetzt guckt einfach zu. Haha, lol. Ja, ab jetzt kommen endlich wieder Maps, die ein bisschen mehr Spaß machen. Sind zwar nicht leichter, unbedingt. Vor allem die Map jetzt ist auch nicht unbedingt leichter. Aber sie ist zumindest schöner. Ne? Von daher freue ich mir schon. Gut, in dem Sinne, schau mit V.